Wir testen in Minecraft alles. Die stärkste Waffe, das beste Werkzeug, die beste Rüstung. Ich habe alles unter die Lupe genommen. Ihr werdet nicht glauben, welche Rüstung die beste ist. Deshalb bleibt bis zum Ende des Videos dran. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr Videos. Denn zuerst schauen wir nach, welches Mob mehr Skalk generiert. Da bin ich mal gespannt drauf, denn wir sehen hier richtig viele Monster zur Auswahl. Wir haben hier Wölfe, Villager, wir haben Creeper und so weiter. Und wir sehen, okay, ein Hase war 3 Skalkblöcke, ein Wolf war 2 Skalkblöcke, Villager 0 Skalkblöcke. Okay, Creeper machen wir weiter und wir sehen Creeper bis jetzt der Platz Nummer 1 mit 5 Blöcke. Dann sehen wir hier einfach mal Zombies, 5 Blöcke, auch sehr nice. Haben wir hier Enderman, ein Enderman mit 5 Blöcken. So ein Pillager ebenfalls mit 5 Blöcken. Herobrine, was? Herobrine hat einfach mal 0 Blöcke Skalk. Ein Eisengolem ebenfalls 0 Blöcke Skalk. Ein Warden tatsächlich hier mit 5 Blöcken Skalk. Okay. Hier hab. Alter Schwede. Was war das denn? 20 Blöcke. Okay. Der Kollege ist auf jeden Fall auf Platz Nummer 1 gewandert. Und hier sehen wir nochmal einen Wither. Und der Wither, der ist, oh mein Gott, der macht 36 Blöcke. Also wir sehen hier eindeutig 36 Blöcke und damit ist der Wither der Gewinner vom Skalk generieren. Okay, ein Block Großendportal funktioniert. 2 Block Großendportal funktioniert. 3 Block funktioniert. 4 Block funktioniert. 5 Blöcke, es funktioniert. 6 Blöcke, ja, es geht immer noch. 7 Blöcke, es geht immer noch, was? Okay, 8 Blöcke, ey, es muss doch mal langsam aufhören. 8 Blöcke, 9 Blöcke, 9 mal 9, es geht immer noch. 10 mal 10 Blöcke, es geht immer noch. Und wenn ihr denkt, dass 11 mal 11 Blöcke nicht funktioniert, dann lasst jetzt nochmal schnell einen Daumen nach oben da. Dann sehe ich das nämlich auch, denn hier sehe ich nichts weiteres. Also es wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Doch, es geht. Es geht tatsächlich doch. Leute, ich bin erstaunt, aber sehr, sehr krass. Okay, welcher Weg davon ist langsamer? Wir haben hier ganz viele Blöcke zur Auswahl. Erstmal haben wir Seelensand. Und bei Seelensand sehen wir, wir brauchen für den Weg, wenn wir sprinten, um die 5 Sekunden. Bei Puderschnee brauchen wir für den gleichen Weg schon mal, ja, wir brauchen über 5 Sekunden. Das steht auf jeden Fall fest. Ich schätze mit so 9, ja, 11 Sekunden wird es sein. 11 Sekunden, genau, 11,4 Sekunden. Wasser wird wahrscheinlich so, ich sag 7 Sekunden sein, vermute ich mal. Und es sind 8,2 Sekunden. Oh, Lava, das wird lange dauern. Ich sage, bei Lava landen wir auch bei circa 14 Sekunden. Und wir gehen dem Ende zu. Wir sind nicht bei 14 Sekunden, wir sind tatsächlich bei 19,5 Sekunden. Und wenn wir jetzt schauen, dass er raus ist, sind wir sogar schon bei 20 Sekunden ungefähr. Hier sehen wir, ist er auf jeden Fall eindeutig draußen, 20,1 Sekunden. Aber Spinnnetze existieren ja ebenfalls und Spinnnetze werden, glaube ich, nochmal richtig krass reinschallern. Wir sehen, na, wobei, ich glaube, Lava könnte sogar echt schneller sein. Wir gucken mal. Nee, nicht ganz. Wir sehen jetzt, hier sind wir bei knapp 25, was? 26 Sekunden. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. So, welcher Boss überlebt jetzt aber länger unter Wasser? Ich bin richtig gespannt, denn wir sehen jetzt hier, wir haben ein Wasserbecken und werden jetzt hier Mobs ertrinken lassen. Und wir schauen mal nach, wie lange die Mobs überhaupt unter Wasser atmen können. Beziehungsweise, naja, atmen ist vielleicht der falsche Begriff, überleben können. Und wir werden uns gleich auch anschauen, wie gesagt, welches Minecraft-Schwert das allerbeste ist. Deswegen bleibt auf jeden Fall noch dran, denn das wird echt interessant. Und hier sehen wir Mob Nummer 1. Und wir sehen jetzt hier, der ist einfach mal schon 14 Sekunden hier im Becken. Und überlebt am Ende stolze 27 Sekunden. Okay, ein 27 Sekunden, sehr, sehr interessant. Das war zumindest der Diener. Und jetzt gehen wir weiter zum Magier. Okay, und ich glaube, der Magier könnte höchstwahrscheinlich genauso lange aushalten, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sehen tatsächlich genau 27 Sekunden. Das Video wird jetzt ein bisschen vorgespult, deswegen nicht wundern. Okay, der Illusionist, der wird... Ja, ich vermute eigentlich, dass die Mobs genau gleich aushalten werden, also auch 27 Sekunden. Nee, länger. Okay, der Illusionist hält wirklich deutlich länger aus. 32 Sekunden. Interessant. Gucken wir jetzt mal, wie lange der Verwüster aushält unter Wasser. Weil der hat echt viele Leben. Um genau zu sein, 100 Herzen. Also 50 volle Herzen. 100 halbe Herzen, um genau zu sein. Okay.
Jetzt bekommt er Schaden, aber wie gesagt, er bekommt Schaden. Also jedes Mal, wenn er Schaden bekommt, glaube ich, bekommt er ein halbes Herz abgezogen. Das heißt, es kann echt ein bisschen dauern, bis er stirbt, weil er quasi 100 Mal Schaden bekommen muss. Und ich, pro Sekunde ist das, ja, ja, wobei es war ein bisschen schneller als gedacht. Aber 1:05, okay, interessant. Weiter geht's jetzt mit dem Wither. Und ich bin mal gespannt, wie lange wird der Wither unter Wasser aushalten? Ja, wir sehen jetzt hier, der Wither kann auf jeden Fall ein wenig unter Wasser atmen und macht jetzt hier sogar schon die Glaswand kaputt. Ja, und tatsächlich ist die Antwort, wir sehen, der Wither, der kann unendlich lange unter Wasser atmen. Der bekommt gar keinen Schaden. Also er wird nicht sterben. Dann haben wir noch einmal Notch. Also Notch ist der Ersteller von Minecraft. Für die Leute, die es nicht wissen. Mittlerweile gehört ja Minecraft zu Microsoft, aber Notch hat damals Minecraft entwickelt. Und das ist der Skin vom Minecraft-Entwickler. Und wir schauen mal nach, wie lange Notch unter Wasser atmen kann. Denn der kann vielleicht auch unendlich lange atmen. Ich meine, er ist ja der Entwickler. Ne, vielleicht kann er, hat er Sonderrechte. Ja, und wir sehen tatsächlich, hat auch Notch Sonderrechte bekommen in Minecraft, weil er halt einfach der Entwickler ist. Kann man ihn aber nicht übel nehmen, ne? Okay, weiter geht es mit dem Warden. Und kann ein Warden unter Wasser überleben? Wir werden es hier erfahren, denn wir sehen jetzt hier, wurde auch nochmal die Herzenanzeige eingeblendet. Also so kann man auch nochmal ganz gut sehen, wie viel Herzen jetzt eigentlich so ein Monster hat. Und wir sehen tatsächlich, ein Warden bekommt Schaden. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis der Warden alle Herzen verliert. Hier sehen wir auch nochmal ganz interessant, wie lange es dauert. Hä? Was? 1:01, da hatte doch noch die mehr als die Hälfte an Herzen. Okay, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was da abging, Freunde. Okay, keine Ahnung. Aber wir machen trotzdem weiter mit Herobrine. Und wir sehen jetzt hier, Herobrine wird einfach mal reingezogen ins Wasser. Und ich kann mir vorstellen, Herobrine wird wahrscheinlich auch unsterblich sein. Herobrine wird unsterblich sein unter Wasser. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, es ist Herobrine. Ja. Würde mich wundern, wenn der sterben kann unter Wasser. Und wir sehen, bei den Herzen tut sich gar nichts. Nee, der kann auch unendlich lange unter Wasser atmen. Ein Ghast wird nicht unter Wasser atmen können. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wir sehen jetzt hier, wobei der fliegt hier gerade unter Wasser. Ah doch, wir sehen es, zack, Leute. Und das geht auch sehr, sehr schnell. 20 Sekunden. Ich dachte sogar noch länger, okay. 20 Sekunden. Interessant. Der Schreiter, sehen wir, oh, der bekommt ganz schnell Schaden. Das könnte der Rekord bis jetzt sein. 10 Sekunden müsste es sein. 10 Sekunden! Weiter geht's mit einem Blaze und wir sehen, ein Blaze wird auch so um die 10 Sekunden. Vielleicht ein bisschen länger, 12 Sekunden wahrscheinlich. 12 Sekunden um den Dreh. Ja, 10 Sekunden sogar auch. Krass, okay, heftig. Weiter geht's mit einem Magma-Schleim und den Magma-Schleim wird auch sehr, sehr schnell sterben. Hä? Ah, jetzt hier sehen wir es nochmal, weil das war ein kleiner Magma-Schleim. Hier haben wir nochmal einen großen Magma-Schleim, okay. Okay, wie lange kann so ein Magma-Schleim unter Wasser überleben? Und wir sehen, der bekommt tatsächlich erstmal keinen Schaden, aber er muss ja auch erstmal ertrinken. Also diese Wasserblasen müssen verschwinden und jetzt sehen wir, bekommt er tatsächlich Schaden. Und jetzt, wo er Schaden bekommt, dauert es knapp 23 Sekunden. Aber klar, es werden noch kleinere Schleims gebildet. So, dann haben wir noch einmal Cameraman von Skibbity Toilet. Interessant, wie lange wird er überleben? Okay, wir sehen Cameraman von Skibbity Toilet. Der hält auch ein bisschen was aus, um genau zu sein, 3:09. Das ist schon eine echt ordentliche Dauer. Und hier für das letzte Experiment benötigen wir ein viel größeres Becken. Denn wir sehen, hier kommt einfach mal der Witherstorm herein. Ich denke mal, wir alle kennen den Witherstorm von Minecraft. Und der ist natürlich gigantisch. Schauen wir mal nach, wie lange er unter Wasser überlebt. Ich denke auch, um ehrlich zu sein, unendlich lange. So, hier wird er beschwört. Zack. Wir sehen hier, bam, der Wither. Witherstorm wird hier einfach mal erschaffen. Sieht auch echt interessant aus, wie er hier erschaffen wird mit diesem Command-Block. Und jetzt müsste er gleich auf jeden Fall erscheinen unter Wasser. Okay, und es geht sofort los. Hier sehen wir die mehreren Wither Köpfe an einem Körper zusammengekleistert. Und schauen wir mal nach, wie lange er jetzt hier genau schafft zu überleben. Ja, irgendwie geht hier nur alles in die Luft. Wir sehen es. Hier explodiert wirklich alles. Aber Leute, ein Witherstorm kann unter Wasser auch nicht sterben. Von dem her
brauchen wir uns das gar nicht mehr länger anschauen. Aber die entscheidende Frage, welches Minecraft-Schwert ist denn jetzt wirklich besser? Wir werden dieser Frage jetzt auf den Grund gehen, denn wir haben verschiedene Zombie-Armeen am Start. Und wir testen erstmal mit einem Holzschwert. Wir sehen hier, zack, so ein Zombie mit einem Holzschwert zu töten, das kann ja schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und wir haben quasi mehrere Reihen immer wieder mit der gleichen Zombie-Anzahl und wir greifen immer wieder mit einem anderen Schwert an. Und hier sehen wir schon, mit einem Holzschwert brauchen wir für die erste Zombie-Reihe einfach mal 38 Sekunden. Das ist schon nicht ohne. Aber weiter geht's jetzt hier mit einem Steinschwert. Und das Steinschwert wird wahrscheinlich irgendwo so bei 30 Sekunden liegen, wenn ich jetzt mal schätzen darf. Also halte ich für zumindest realistisch. Es muss ja ein bisschen besser sein als Holzschwert. Und wir sehen... Ich lag ein bisschen falsch. Wir sind tatsächlich bei 4,35 Sekunden. Okay. Ich dachte noch, es ist viel besser. Dann wird das Goldschwert wahrscheinlich bei 26 Sekunden liegen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Schwert ihr am besten findet. Also, ich werde euch auch mein Lieblingsschwert sagen am Ende des Videos. Also, von den Minecraft-Vanilla-Schwertern ist auf jeden Fall Diamant. Oh mein Gott, ich dachte, das Goldschwert ist besser. Das ist schlechter als Stein. Okay, das wundert mich jetzt. Krass, 45 Sekunden das Goldschwert gebraucht. Und wir sehen jetzt hier einfach mal, okay, das Eisenschwert muss besser sein als Stein und als Holz. Also da schätze ich wirklich 25 Sekunden für realistisch. Ja, okay, es ist doch mehr. Was? Fast langsamer als das Steinschwert? Okay, 33 Sekunden wurden ein bisschen aufgerundet. Jetzt aber das Diamantschwert muss 27 Sekunden sein. Das kann nicht anders sein, Freunde. Es muss so 27 Sekunden sein. Alles andere würde mich jetzt persönlich hier überrumpeln. Aber wir werden es gleich gemeinsam erfahren. Und wir sind jetzt hier bei 25 Sekunden. Okay, interessant. So, dann geht's weiter mit dem Netherite-Schwert. Ich glaube, 22 Sekunden für Netherite. Mehr oder besser wird es wahrscheinlich nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wir sehen Netherite, wir sind bei 29 Sekunden, ja, 29 Sekunden, okay. So, was ist das für ein Schwert? Ein Feuerknochenschwert? Ein Holz? Okay, keine Ahnung, auf jeden Fall so eine Art Feuerschwert haben wir hier am Start. So, dann gucken wir mal nach und das Feuerschwert ist jetzt auf jeden Fall der Leiter. Okay, was haben wir hier? Ein Infernalschwert, also ein brennendes Schwert müsste das sein. Okay, gucken wir mal, wie das Schwert hier abschneidet. Und wir sehen, das Schwert ist jetzt hier wahrscheinlich mit 23, was? 20 Sekunden, okay. Okay, okay, okay. Spektrilium-Schwert, was auch immer das sein soll, wirkt wie so ein untotes Schwert. Und das wird sehr krass sein. 16 Sekunden oder so. 14 Sekunden! Okay, wir sehen, das letzte Schwert war definitiv am besten mit 14 Sekunden. Aber tatsächlich war das Gold am schlechtesten. Hätte ich gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Schauen wir, welches Mob schneller ist in Minecraft. Originalvideos in der Beschreibung verlinkt. Und Leute, ich hoffe, ihr könnt auch schneller liken als die Minecraft-Mobs. Ich hoffe es sehr. Also, Like und Abo nicht vergessen für mehr coole Videos. Let's go, Leute. Okay, jetzt sehen wir hier auf jeden Fall ein Eisengolem, Vindicator sehen wir und wir sehen einen Piglin. Und wir sehen schon, der Vindicator wurde angegriffen. So, gucken wir mal nach. Wir haben hier einige Mobs zur Auswahl und das wird jetzt wirklich sehr interessant. Okay, und zwar starten wir anscheinend hier mit dem Piglin. Oh, ach so, alle gleichzeitig. Ah, okay, die Mobs müssen quasi das Ziel jagen oder bekommen. Ein Villager muss zum Beispiel zum Bett gelangen. Dann sehen wir zum Beispiel einen Axolotl ins Wasser. Eisengolem muss halt zum Zombie. Oh, und wir sehen, der Vindicator hat jetzt auch diesen Villager gehauen. Okay, ein Axolotl. Was macht ein Axolotl da? Okay. Und jetzt sehen wir hier, okay, Eisengolem hat auch endlich geschnallt, dass ein Zombie dort hinten ist. Okay, welches Mob hat mehr Herzen? Ein Hase hat 3 Herzen. Okay. Dann sehen wir eine Fledermaus hat 6 Herzen. Okay, Wölfe haben 8 Herzen. Interessant. Eine Biene hat 10 Herzen. Ein Schwein hat ebenfalls 10 Herzen. Okay, beide haben 10 Herzen. Dann haben wir ein Axolotl mit 14 Herzen. Übrigens, die Herzen heißen immer halbe Herzen. Das heißt, 14 halbe Herzen, also 7 volle Herzen natürlich. Nicht verwechseln. So, dann haben wir jetzt hier einmal 20 Herzen bei einem Blaze, bei einem Zombie und bei einem Creeper.
Also sie haben anscheinend alle 20 Herzen, also 10 Herzen, 20 halbe Herzen natürlich. 26 Herzen, also 13 Herzen hat eine Hexe. Interessant. Oh, okay, 30 Herzen, ja auch eine Schildkröte, also 15 Herzen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die stärker sind als Hexen. So, 40 Herzen, ein Enderman. Okay, okay, 80 Herzen, boah, das ist schon übel, das ist schon echt übel, also 40 Herzen. Eisengolems natürlich mit 100 Herzen am Start, okay, also 50 volle Herzen, sehr, sehr krass. 300 halbe Herzen, also 150 Herzen, ein Wither, das ist schon heftig. Und ein Warden mit 500 halben Herzen, also 250 Herzen, krass. Aber welches Mob generiert mehr Skulk beim Tod? Wir sehen, ein Hase hat jetzt hier gerade mal 1,5 Blöcke. Dann sehen wir jetzt hier einen Wolf. Der macht auch ebenfalls 1,5 Blöcke, könnte man sagen. Ja, ein Villager, wenn der stirbt, gar keinen Block. Das ist echt schwach. Das ist echt schwach. So, jetzt haben wir hier den Enderman als nächstes. So, und der hat jetzt nochmal, oh, ich glaube so 3-4 Blöcke müssen es sein, so um den Dreh. Also geschätzt natürlich. So ein Zombie. Der macht hier genauso viel wie ein Enderman. Okay, also sind die auf dem gleichen Level. Dann haben wir einen Creeper am Start. Und der Creeper macht genauso viel wie ein Enderman und ein Zombie. Dann haben wir jetzt hier einen Warden. Boah, der wird wahrscheinlich viel machen, ne? Nein, was? Der macht genauso viel wie die anderen Monster. Jetzt kommt der Wither. Jetzt kommt der Wither. Und der Wither... Boah, was? Okay, der Wither ist der krasseste von allen. Der macht bis fast zum Ende. Keine Ahnung, wie viele Blöcke das sind, aber sehr, sehr viele Blöcke. Das ist krass. Schaut euch mal den Vergleich an. Aber welcher von den Blöcken brennt schneller? Wir haben hier Holzplanken am Start. Wir haben normales Holz. Wir haben Wolle. Und wir sehen, alles wird gleichzeitig angebrannt. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Wir sehen natürlich von den Bäumen die Blätter. Die fangen hier an, recht schnell zu brennen. Was? Okay, warte mal, die Holzblöcke, die verarbeiteten Holzblöcke sind zumindest ganz oben schon sehr, sehr schnell. Okay, aber welcher... Also ich frage mich auch, was ist als erstes aufgelöst? Und es sieht so aus... Wolle oder die Blätter? Wolle oder die Blätter? Und es sind... Was? Es war die Wolle. Die Wolle, dann kamen die Weizenblöcke, dann erst die Blätter. Okay, das ist krass. Jetzt haben wir zum Schluss nochmal ganz normales Holz am Start. Welches Mob jagt schneller? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt hier Hühner am Start. Okay, dann packen wir quasi Ocelots rein, Vindicator, Wölfe und natürlich auch noch hier Eisengolems. Und alle Blöcke werden entfernt und wir sehen jetzt hier, zack, nacheinander werden jetzt hier die Mobs angegriffen. Also Ocelots machen es ja wirklich super langsam. Schaut euch das mal an. Der macht ja gar nichts. Okay. Also ich glaube, der Eisengolem ist wirklich der allerschnellste. Der Vindicator scheint irgendwie zu überfordert zu sein. Also Platz 1 auf jeden Fall Eisengolem. Platz 2 wird sehr wahrscheinlich der Wolf, wenn wir uns das hier anschauen. Okay. Dann haben wir aber noch Platz 3 und... Der hat den Vindicator kaputt gemacht. Okay, also was Platz 3 und was Platz 4 wird, erfahren wir anscheinend in diesem Video hier nicht, weil das Video dann einfach endet. Welcher Weg ist schneller? Sand... Dann haben wir noch hier Schienen am Start bepowert. Okay, wir gucken mal nach. Erstmal hier mit einem Pferd über Sand. Und wir sehen... Oi, oi, oi. Okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir sind beim Resultat 7,2 Sekunden. Okay, das war der erste Weg. Der gleiche Weg jetzt hier nochmal mit Schienen, die bepowert sind. Und wir sehen, die gleiche Strecke brauchen wir. Oh, 7,22 Sekunden. Ganz bisschen weniger. Mehr. So, dann haben wir hier Eis am Start und Eis wird schnell sein. Eis wird schnell sein. 2,2 Sekunden. Also ein Boot auf Eis quasi. Dann haben wir hier nochmal ein Schweinchen mit einer Karotte. Okay, also es wird quasi geführt. Ja, es wird hier ein bisschen beschleunigt, deswegen nicht wundern. Wir sehen aber, das Schweinchen braucht sehr, sehr lange. Wir sind jetzt bei fast ja, 25,24 Sekunden. Das ist echt eine ordentliche Zeit. Dann haben wir hier noch den Sattel. Von einem, auf einem Strider quasi drauf. Ja, der braucht auch schon sehr lange. Eis wird auf jeden Fall der Gewinner sein. 14,24 Sekunden. Welches Mob ist dümmer? Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, wir haben Villager am Start. Der muss über Magma-Blöcke laufen. Okay, er findet anscheinend nicht den Weg zum Bett. Das ist schon nicht so schlau. Hä? Okay, wir haben es gesehen. Er wollte nicht zum Bett. So, jetzt haben wir hier so Big Drip Leaves.
Und ein Eisengolem. Okay. Ah, oh, der Eisengolem ist so dumm und läuft darüber. Warum fliegt der nicht runter? Hä? Okay, also eigentlich müsste der runterfliegen. Ach, der stand noch so ein bisschen auf dem Block drauf. Okay. Dann haben wir jetzt hier Segen und... Oh Gott. Geht jetzt in die Lava rein? Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Dann haben wir jetzt hier einen Zoglin und einen Piglin. Und wir haben hier Gold am Start. Okay, irgendwie das verstehe ich auch nicht so ganz. Ach so, es wird quasi geschaut, ob die sich dem Zoglin nähern, obwohl Gold da ist. Okay, also eigentlich sollten die weglaufen. Ich verstehe schon. Okay, okay, okay. Dann haben wir beim nächsten Experiment Schildkröteneier und Zombies. Oh ja, und der Zombie will auf jeden Fall zum Schildkrötenei, obwohl er theoretisch auf dem Weg stirbt durch das TNT. Ja, das ist natürlich auch nicht gerade schlau, ne? Also er würde quasi jetzt immer wieder sterben, weil das TNT ihn ja runterboostet. Er hat gerade einfach nur Glück. Welches von den Mobs wird sterben? Okay, wir sehen jetzt hier Sand, also ganz viele Sandblöcke über einem Eisengolem. Oh, und wir sehen ein Eisengolem. Also irgendwann muss er sterben. Er stickt quasi in Sand, oder? Wird er sterben? Es dauert schon echt lange. Es wird wieder vorgespult. Aber eigentlich, ja, doch, wir sehen es. Er stirbt auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt hier ein Wither-Skelett und ein... Oh, der Ernstfeind. Ja, doch. Ein Wither-Skelett stirbt auch definitiv von Wölfen. Ganz, ganz klar. Dann haben wir Lava beim Warden. Ich meine, er müsste auch sterben, wenn ich mich nicht täusche. Er bekommt auch Feuerschaden, oder? Ja, doch, ich hab's richtig gesagt. Aber halt erst, wenn Lava auf den Körper kommt. Auf den Kopf hat er nämlich noch keinen Schaden bekommen. Okay, interessant. So, jetzt haben wir jetzt hier einen Dreizack. Und dieser Dreizack wird jetzt hier auf den Glasblock geworfen. Und aber ganz schön viele. Und die fallen anscheinend alle auf den drauf. Ich glaube, der müsste auch sterben. Durch den Schaden, den er quasi diese Dreizack erzeugt. Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, okay. Ein Blaze durch Wasser, ja, 100%, 100%. Mich würde es wundern, ja, das war klar. Okay, wir haben einen Gewinner. Einen Gewinner haben wir auf jeden Fall hier am Start. Welche Flüssigkeit fließt schneller? Da bin ich mal gespannt drauf. Wir haben Obsidianwasser am Start, okay. Okay, dann haben wir platzierbare Milch am Start. Wir haben, was ist das? Ich glaube so Void-Flüssigkeit. Lava-Flüssigkeit haben wir, Wasserflüssigkeit haben wir. Okay, also haben wir schon mal vier interessante Flüssigkeiten. So, und überall wird der Piston entfernt mit dem Command-Block und wir sehen, oh, die Milch ist echt schnell und Wasser ist auch so schnell. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Freunde, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wir sehen, oh, was ist der Gewinner, was ist der Gewinner? Der Gewinner ist, tatsächlich ist Obsidian, also Nether-Portal, Milch und Wasser gleich schnell. Wir sehen, das ist alles gleich schnell angekommen. Plus, minus. Ja, und die restlichen, ja, gut, die tun sich hier gerade ein bisschen schwer. Und wir sehen, aber Lava war erst trotzdem später am Start. Also die Lava ist wirklich erst am Ende angekommen. Und ja, es dauert halt Ewigkeiten. Welche Rüstung ist stärker? Da bin ich mal gespannt. Wir haben viele Rüstungen hier am Start und anscheinend laufen wir mit allen Rüstungen einmal durch so ein kleines Parcours hier. Okay, dann fangen wir erstmal an mit einer weißen Glasrüstung, müsste das, glaube ich, sein. Okay, und wir sehen jetzt, hier ist ein Timer eingeblendet und die erste Glasrüstung war 3 Sekunden. Okay, Glasrüstung, okay. Dann haben wir hier Lederrüstung am Start. Okay, und die Lederrüstung... Die ist bei 3 Sekunden, okay. Und hier ist die Lederrüstung. Die kam fast so weit wie die Glasrüstung, soweit ich weiß. Haben wir Eisenrüstung am Start, okay. Ach, die kamen beide gleich weit. Okay, beide Rüstungen kamen gleich weit. Die Eisenrüstung kommt selbstverständlich weiter mit 4,46 Sekunden. Allerdings auch nur einen Platz. Dann haben wir hier die Goldrüstung. Ich denke mal, die müsste auch nochmal ein bisschen weiterkommen als Eisen. Glaube ich, oder täusche ich mich? Ja, wir sehen doch, die Wasserrüstung kommt, Goldrüstung kommt deutlich weiter, 7,39 Sekunden, sehr, sehr nice. Okay, dann haben wir jetzt hier Diamant. Diamant müsste ja eigentlich auch weiterkommen, ne? Und wir sehen jetzt hier, oh, das wird, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gold, aber, oh, also man muss auf jeden Fall da durchlaufen und das wird, oh, tatsächlich...
9,39 Sekunden, aber trotzdem nur gleich weit wie die Goldrüstung. Dann haben wir hier noch die Smaragdrüstung am Start. Und die Smaragdrüstung ist natürlich durch eine Mod reingekommen ins Spiel. Aber die Smaragdrüstung, die hält jetzt knapp 6,52 Sekunden aus. Ein Platz hinter Gold. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch einmal die Lava, die Atom-Lava-Rüstung. Okay, die hört sich auf jeden Fall schon sehr stark an. Ich glaube, die könnte auch weiterkommen als Diamant. Und wir sehen, die Atom-Lava-Rüstung kommt tatsächlich weiter als Diamant. Einen Platz weiter, 9,46 Sekunden überlebt sie sogar. Interessant. Dann haben wir jetzt hier noch am Start die Ender-Drachen-Rüstung. Und die Ender-Drachen-Rüstung wird auch nochmal durchgeschickt durch verschiedenste Sachen hier. Ich glaube, die kommt genauso weit wie Diamant. Ah, okay, okay, wir sehen jetzt hier, wie die Atom-Lava-Rüstung, genauso. Okay, also die Ender-Drachen-Rüstung, interessant. So, das hier ist jetzt die Redstone-Rüstung. Und wir sehen, die Redstone-Rüstung, die hält sich gar nicht gut. Oh, die hat 3,5 Sekunden. Das war schwach. Und dann haben wir noch die Regenbogenrüstung. Ich glaube, die Regenbogenrüstung wird die krasseste von allen sein. Ich glaube sogar, die kommt bis zum Ende. Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht. Ah, doch, ich täusche mich, glaube ich. Ich täusche mich, glaube ich, echt. Scheiße, Mann. Ja, okay, die kommt nicht zum Ende. 11,86 Sekunden, aber der hat auch sehr lange gezögert, weiterzulaufen. Das heißt, die Enderdrachen und die Atom-Lava-Rüstung ist die beste gewesen. 1000 Warden gegen ein Herobrine, der allerdings alle Effekte hat aus ganz Minecraft. Leute, wird Herobrine das schaffen, gegen so eine kranke Mob-Army anzukommen? Da bin ich echt gespannt. Okay, der Herobrine hat, wie gesagt, alle möglichen Effekte. Und deswegen wird es natürlich ein bisschen spannend. So, und wir sehen jetzt hier, noch sieht der Warden Herobrine irgendwie nicht, weil er sich nicht bewegt. Aber jetzt, jetzt bewegt er sich. Und wir sehen, okay, er ist mitten in der Masse. Oh, lol. Hey, warte mal, Moment mal ganz kurz, davon war doch nicht die Rede. Das war noch, was ist das denn? Der Titel hieß eigentlich, ein Herobrine gegen 1000 Warden. Jetzt sind hier noch Eisengolems am Start. Okay, also Leute, anscheinend wurde ich hier ein bisschen getrollt, aber ich dachte eigentlich, dass hier nur dieser eine Herobrine kämpfen wird gegen diese ganzen Warden. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wir sehen eindeutig, ja, wir sehen irgendwie kein Ergebnis. Hä? Wir haben 4 verschiedene Wege zur Auswahl, aber welcher davon ist der langsamste? Leute, wenn ihr es wisst, dann lasst jetzt nochmal schnell einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, denn wir werden es jetzt gemeinsam erfahren. Ich bin sehr gespannt. So, okay, wir sehen jetzt hier Seelensand. Okay, wenn wir auf einen Seelensandweg entlanglaufen, sehen wir, das ist schon recht langsam. Also wir sehen hier, fast 17 Sekunden sind vergangen. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Dann haben wir noch Schleim. Okay, jetzt kommt der Schleimweg. Okay, und wir sehen, auf Schleim laufen wir schon echt langsam. Also das ist auf jeden Fall über 17 Sekunden. Also schon mal langsamer als der Seelensandweg. Okay, mit 37 Sekunden. Okay, also 37 Sekunden ist schon ordentlich. Dann haben wir aber noch hier den Spinnennetzweg. Also der Spinnennetzweg, der wird richtig lange dauern. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Der wird 100% auch langsamer sein. Ja, okay, wir sehen es hier. 60 Sekunden, fast eine Minute für den gleichen Weg. Und dann haben wir noch Honigblöcke am Start. Ja, die werden wahrscheinlich gleich wie Schleim sein, vermute ich mal. Also Spinnnetze werden wahrscheinlich am schlimmsten gewesen sein. Okay, 17 Sekunden, genauso wie Seelensand. Am langsamsten war auf jeden Fall der Spinnnetzweg. Aber wie viel Pixelplatz brauchen wir, um auf einen Block noch laufen zu können? Das erfahren wir jetzt. Das hier ist nämlich ein Pixelplatz. Okay, bei einem Pixelplatz klappt es noch. Bei einem halben Pixelplatz sehen wir, okay, wir können ebenfalls noch auf den Block laufen. Jetzt haben wir nur noch ein Viertel Pixel. Das ist schon echt wenig. Aber es geht auch noch ein 64. Und es geht ein 265. Ein 4096. Und es geht immer noch, Leute. Alter, was? Ein 624.900 noch irgendwas? Und wir können immer noch auf dem Block drauflaufen. Da ist doch gar kein Platz mehr. Wie kann man da denn drauflaufen? Okay, Freunde, es ist verrückt.
Jetzt haben wir noch ein 625.000stel und wir sehen, da können wir nicht mehr drauf laufen. Okay. Das hier ist der langsamste Weg bis Y256 in Minecraft. Schaut euch das mal an. Wir sehen, jeder Block ist nur minimal höher. Und jetzt sehen wir, wie lange es dauert, mit dem langsamsten Weg in ganz Minecraft bis Höhe 256 zu gelangen. Wir sehen, das dauert verdammt lange. Oben links sehen wir auch noch die Y-Koordinate eingeblendet. Die ist jetzt gerade mal bei 100. Und wir sehen, Leute, ey, man kann ja schon einpennen. Wir sehen auch, es wird in-game mittlerweile Nacht. Das heißt, 15 Minuten geht ja, glaube ich, ein Minecraft-Tag. Über 15 Minuten dauert das schon. Über 30 Minuten dauert das schon. Wir sehen jetzt hier, weil die Sonne langsam wieder kommt. Und die finale Antwort ist, wie lange hat es gedauert? Gibt es eine Antwort? Ich weiß gar nicht, ob es eine Antwort gibt, Freunde, aber es hat sehr lange gedauert. Aber welche Fallhöhe können wir überleben? Wir sehen, 23 Blöcke geht ohne Probleme. Wenn ich mir eine Feuerresistenzflasche gebe und in Lava springe, kann ich 44 Blöcke überleben. Okay, auf ein Minecraft-Bett kann ich springen, zack, und ich überlebe 45 Blöcke. Wir springen auf Heublöcke und wir überleben einfach mal 100 Blöcke. Okay, jetzt kommen Honigblöcke zum Einsatz. Und bei Honigblöcken können wir auch 100 Blöcke überleben. Jetzt haben wir hier Gerüstblöcke am Start. Und das müsste auch ohne Probleme funktionieren. Und ja, 150 Blöcke, sogar noch höher. Dann haben wir noch die Schneeblöcke am Start. Und jetzt sehen wir bei den Schneeblöcken, da springen wir schon viel, viel höher herunter. Und es geht unendlich Blöcke, selbstverständlich. Das gleiche gilt auch für Spinnennetze und Beeren und natürlich auch Wasser. Das ist alles super cool. Was ist aber die schmalste Lücke, durch die wir durchkommen? Okay, hier sehen wir 0,9 Blöcke. Wenn wir sneaken, wir kommen auf jeden Fall durch. Okay, das war schon mal ganz nice. Das heißt, bei 0,9 Blöcken geht's. Bei 0,8 Blöcken kann ich auch noch durch. Sehr nice. 0,7 Blöcke, es wird immer enger. Okay, 0,6 Blöcke. Wir sehen, wie der Gang immer schmaler und schmaler und schmaler wird. Und ui, 0,6 Blöcke, da ist leider Ende im Gelände. 0,61 Blöcke und da geht es tatsächlich noch. Das ist also das Kleinste. 1,5 Höhe und 0,61 Breite. Und hier sehen wir es auch nochmal, Leute, wie verrückt ist das denn? Aber welche Höhe kann ich überleben mit 0,5 Herzen? Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Okay, wir sehen jetzt hier verschiedene Höhen. Und jetzt fangen wir erstmal an mit einer Schneeebene. Das geht auf jeden Fall ohne Probleme. Also, es geht quasi immer eine Schneeebene höher. Und wir sehen, okay, 0,5 Herzen können wir hier eindeutig überleben. Also, es dauert sehr lange, bis uns eine Schneeebene anscheinend umbringt. Ah, ich glaube, jetzt könnte es der Fall sein. Nein, immer noch nicht. Okay. Die Antwort lautet nämlich 3 Blöcke und 4 Ebenen von Schnee. Das heißt, 3,375 Blöcke können wir überleben mit 0,5 Herzen. Hier sehen wir links 3,34627 Blöcke. Also Höhe, wir sehen, das überleben wir noch. Und 3,3462 noch was. Das überleben wir nicht mehr. Wir hatten den langsamsten Weg bis Y256. Jetzt wollen wir auch den schnellsten Weg sehen. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Aufzug. Wir haben einen, ja, so eine ganz komische Treppenstufe. Und wir gucken mal nach. Okay, wir sehen jetzt hier links, von links bis rechts alles Mögliche. Das sind verschiedene Möglichkeiten, um halt nach 256 hochzukommen. Die Leiter wird wahrscheinlich die langsamste sein. Zuerst haben wir den Wasseraufzug, dann den Kuchen, Leiter, Treppen, wie man es nennen möchte. Danach kommt wahrscheinlich die Treppenstufe und zum Schluss kommt natürlich erst die Leiter. Ja, okay, die Leiter, die ist schon echt langsam. Also, ne, wir sehen eindeutig, wir sind bei der Leiter einfach fast bei der achtfachen Zeit. Sagen wir mal so 7-fachen Zeit. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ungefähr 5-fache Zeit. Aber auf jeden Fall eindeutig ein knappes Rennen wird es auf jeden Fall zwischen dem Wasseraufzug und dem schnellsten Weg. Also hier diesen Kuchen, Treppen, Leiter, Aufzug, wie man es nennen möchte. Jetzt gleich erfahren wir aber, welche Axt am schnellsten in Minecraft ist. Aber erstmal schauen wir, welches Minecraft-Mob das älteste ist. Das Video ist von 2021, deswegen kann es sein, dass einige aktuelle Mobs nicht dabei sind. Okay, März 31, 2021 haben wir die Ziege. 16. Dezember 2020 haben wir ein Axolotl. Also wundert euch nicht, dass die Zeitangabe oben links nicht stimmt. Die ist natürlich jetzt nicht aktuell. März 2020, 5. Nehmen wir mal
Okay, Leute, ich bin verwirrt. Hier haben wir einen Piglin am Start. Okay, eine Biene. August 2019. Okay. Dann haben wir hier noch Füchse. Februar 2019. Dann haben wir hier einen Pillager. Was stand da drauf? Ich komme gar nicht hinterher. 2018 März haben wir einen Undrowned, also einen Ertrunkenen. 2018 haben wir hier, ey Leute, Schildkröten, Lamas. Ich komme gar nicht hinterher, Freunde. Ich komme gar nicht hinterher. Okay, auf jeden Fall sehen wir gleich das Resultat. Hier haben wir einen Schalker von 2015 auf jeden Fall. Pferde 2013. Hexen 2012, September, okay. August 2012 haben wir einfach den Wither am Start. Eisengolem Februar 2012. Okay, dann haben wir einen Drachen. 2011 im Oktober kam der Enderdrache. Villager, was war das denn jetzt hier? Okay. Enderman 2011 im September. Dann haben wir hier Wölfe 2011 im März. Okay, 2009 im September kam der Creeper. Das bedeutet, dass diese Minecraft-Mobs die allerältesten sind. Zombie, Skelett, Creeper und Schweinchen September 2009 am 1. September. Sehr, sehr interessant. Und mittlerweile einfach über 15 Jahre her. Fast genau 15 Jahre her, Leute. Es ist der Wahnsinn. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wann ihr Minecraft angefangen habt zu spielen. Aber welche Minecraft-Axt ist denn jetzt die schnellste von allen? Ich bin sehr gespannt, denn wir fangen erstmal an hier mit den verschiedenen Äxten, Leute. Wir haben gemoddete Äxte reingebracht ins Spiel. Wir haben normale Äxte. Wir haben Steinäxte, Goldäxte. Alles Mögliche haben wir hier am Start. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Denn wir fangen an mit der normalen Steinaxt. Und wir sehen jetzt hier, zack, eine normale Steinaxt ist natürlich nicht die allerschnellste. Denn diese braucht einfach mal knapp, ich sag so 32 Sekunden für den Weg. Ja, okay, 30 Sekunden. Okay, dann haben wir jetzt hier die Goldaxt. Ich denke, die Goldaxt müsste auf jeden Fall schneller sein. Ich vermute so bei 17 Sekunden. Und wir sehen, wir sind jetzt knapp bei 15, ja, es wären 16 Sekunden für mich. Für mich wären 16 Sekunden knapp, also ich lag gar nicht mal so falsch. Die Eisenaxt müsste auf jeden Fall langsamer sein als eine Goldaxt, weil Gold ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Und ich lag auf jeden Fall richtig, denn wir sehen, wir sind schon über 15 Sekunden. Besser natürlich als die Steinaxt, aber schlechter als die Goldaxt. Und damit gehen wir schon rüber zur Diamantaxt. Und wir sehen, die Diamantaxt müsste eigentlich auch langsamer sein als Gold, aber schneller als Eisen. Ich schätze hier auf 17 Sekunden. Und ich lag nicht ganz richtig, wir sind bei knapp 20 Sekunden. Schade, schade. Okay, jetzt haben wir hier eine Netherite-Axt am Start. Und die Netherite-Axt, was macht die jetzt hier genau? Die ist natürlich besser als eine Diamant-Axt, aber auch nicht wirklich viel. 18 Sekunden hat die Netherite-Axt. So, das ist jetzt eine Jewels, eine mit Juwelen besetzte Axt haben wir hier. Und die ist einfach mal bei 20 Sekunden, genauso wie eine Diamant-Axt also. Interessant. Dann haben wir eine Forged Golden Axt. Also eine geschmiedete Gold-Axt und die ist bei 17 Sekunden besser als Netherite. Aber ja, dann haben wir hier die juwelierte Netherite-Axt am Start. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und wir gehen auf jeden Fall aufs Ende zu, haben hier knapp 18 Sekunden werden es sein. 17 Sekunden, also genauso gut wie die Axt zuvor. Sondern haben wir einmal noch die geschmiedete Netherite-Axt. Wir sehen, die sieht auch nochmal ein bisschen anders aus als die normale Netherite-Axt. Ja, und auch zeittechnisch wird es wahrscheinlich so 19 Sekunden. Und 19 Sekunden, ich lag auf jeden Fall richtig. Dann haben wir hier noch eine Kupfer-Axt. Nee, eine Ancient Metal Axt. Also auf Deutsch eine alte Metallaxt. Und wir schauen mal nach, was die alte Metallaxt hier reißen kann. Und die ist bei 17 Sekunden. Okay, okay. Interessant. Das hier ist eine Meteoritenaxt. Und die Meteoritenaxt macht einfach mal auch 17 Sekunden. Genauso wie die Axt davor. Also bislang, also das ist jetzt eine gefrostete Axt. Bislang ist tatsächlich die Goldaxt die allerbeste hier. Das ist echt krass. Also aktuell haben wir eine Axt, die Minecraft Vanilla drin ist, als beste Axt. Das hätte ich echt nicht gedacht. Dann haben wir eine Ethereum-Axt. Und die scheint gar nicht mal so schlecht zu sein, um ehrlich zu sein. Aber immer noch nicht besser als unsere Gold-Axt. Ich kann es gar nicht glauben, Freunde. Dann haben wir eine Infernal-Axt. Also eine höllische Axt. Und die war ganz, ganz knapp. Aber auch dran vorbei mit 17 Sekunden. Ey, alles 17 Sekunden. Hier geht's weiter mit der Hellstone-Axt, also einer Höllenstein-Axt. Und die Höllenstein-Axt ist gerade auch sehr, sehr geil dabei.
Aber ich glaube auch wieder 17 Sekunden kann das sein. Nein, wie kann das denn sein, Leute? Die letzten 6 Äxte hatten alle 17 Sekunden. Dann haben wir jetzt hier eine Spirellium-Axt. War das richtig? Oh, ich glaube, die ist schnell. Die ist, glaube ich, schnell, aber... Nein, sagt nicht 17 Sekunden. 17... Leute, warum machen die denn alle 17 Sekunden? Das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann haben wir eine Ender-Steel-Axt. Also eine Ender-Stahl-Axt. Und die ist jetzt aber nicht bei 17 Sekunden. Die ist sogar bei 19 Sekunden. Okay. So, wie geht's hier weiter? Wir haben hier eine Endrium-Axt. Und was macht die Endrium-Axt? Die scheint auch echt zügig zu sein, muss ich zugeben. Aber wir sind hier bei 15 Sekunden auf dem Level von Gold. Okay, okay. Dann haben wir eine elementare Axt. Und Leute, wir müssen doch so langsam den 15-Sekunden-Rekord von der goldenen Axt brechen, oder? Und das wird ein knappes Rennen. Was? 14 Sekunden! Wir haben die Goldaxt überbieten können. Sehr nice. Und dann haben wir noch einmal eine galaktische Axt am Start. So, und was macht die galaktische Axt? Schafft die es nochmal zu toppen? 14 Sekunden, genau wie die Axt zuvor. Also können wir festhalten, die letzte Axt war eigentlich so die beste. Das war aber ein sehr knappes Rennen. Hier werden nochmal alle Minecraft-Äxte miteinander kombiniert. Schaut euch das mal an. Hier sehen wir es, zack, und die werden jetzt alle zueinander gepresst. Und was wird daraus, Leute? Und wir sehen, lol, wir bekommen eine richtig kranke Regenbogen-Infinity-Axt. Und was macht die jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Diese Regenbogen-Infinity-Axt, die muss doch wahrscheinlich super stark sein. Was? Die ist ja wie im Creative-Modus. Wie viel Wasser ist jetzt eigentlich in einem Wassereimer? Wir werden es erfahren. Aber Leute, bevor wir es erfahren, lasst doch mal einen Like da. Denn heute ist mal ein Like, ein Liter Wasser. Ich bin sehr gespannt, wie viel Liter Wasser wir sammeln können. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und wir sehen, das hier ist einfach mal die Pyramide, wo wir testen werden, wie viel Wasser eigentlich in einem Wassereimer ist. Die Pyramide geht bis Y255, also es geht gar nicht mehr höher. Und es wird exakt ein Wasser platziert. Also ein Wassereimer wird quasi platziert. Und wir sehen, wie Wasser einfach mal herunterfließt. Und schaut euch mal an, von Höhe 255 fließt Wasser, wenn man es richtig an den Blöcken platziert, bis ganz nach unten. Das heißt, ein Wassereimer hat unendlich viel Wasser drin. Obwohl es eigentlich ja gar nicht gehen könnte. Schaut euch das mal an. Was ist das für ein verrückter Anblick? 537 Millionen Blöcke Wasser stecken da mindestens drin. Das ist ja nicht mehr normal, Freunde. Überlebt man den Sturz von einem Teppich? Also, wir werden es jetzt erfahren, Freunde, wenn wir uns gleich schrumpfen. Denn wir sehen, wir sind jetzt kleiner als ein Teppich. Und das ist natürlich schon sehr, sehr heftig. Schaut euch das mal an. Und ich frage mich, kann man so einen Sturz jetzt vom Teppich überleben? Ja oder nein? Wir werden es gemeinsam erfahren. Denn wir gehen in den Überlebensmodus und... Ja, doch, wir überleben es. Aber wir sind ungefähr die Hälfte von einer Druckplatte groß. Okay, jetzt sehen wir sind nochmal deutlich kleiner. Vielleicht ein Viertel von so einem Teppich, ein Achtel von so einem Teppich. Und werden wir es jetzt überleben? Oh mein Gott, der Fall, der ist sehr krass. Oh mein Gott, den überlebt man auf jeden Fall nicht. Hier sieht man es auch nochmal, wir waren deutlich kleiner. Das sind die verrücktesten Nether-Portale, die Minecraft so zu bieten hat. Denn wir sehen einfach mal, okay, was ist das denn, Freunde? Okay, wir sehen jetzt hier, die Portale sehen alles aber nicht normal aus. Hier ist irgendwie Cobblestone reingepackt worden. Hä? Obsidianstufen? Also Treppenstufen? Das Nether-Portal ist ultra lang. Hier sehen wir einfach mal irgendwie so wellenförmig. Und hier ist einfach mal, hier sind keine Enderaugen benutzt worden, sondern Feuerzeuge. Zwei ineinander kombiniert. Was soll das sein? Wie so ein Wasserfall. Okay, das sieht eigentlich aus wie ein normales Nether-Portal. Ja, was hätte man denken können? Alter, was ist das denn? Schaut euch mal an, wie komisch. Das sind Treppen? Das waren Falltüren. Falltüren, das ist wie so eine Art Brunnen. Ja, und da ist im Nether-Portal nichts, aber außenrum irgendwie ganz, ganz viel Portal herum. Also hier stimmt vorne und hinten wirklich gar nichts. Der ängstlichste Weg bis Y256. Wir sehen, da sind so Glocken drunter. Es sind Schilder drunter. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ängstlich wird es heute? Okay, also anscheinend muss man nur einen Block entfernen und schon soll die Panik losgehen. Und da bin ich mal gespannt. Denn die Endermänner müssen quasi einen Block klauen, damit alles einstürzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und wir gucken nach, Freunde. Wir gucken nach. Okay, also noch sieht es ganz normal aus, als würde nichts kaputt gehen. Und wir sehen, er rennt. Bislang könnte man meinen, der Weg ist doch gar nicht so gefährlich. Oh, und wir sehen, die rechte Reihe wird komplett entfernt. Denn klar, wenn ein Block von einer Reihe entfernt wird, dann geht auch die restliche Reihe kaputt. So, jetzt die Frage, links oder rechts, was wird zuerst einstürzen? Das ist natürlich die Frage, je nachdem, was ein Enderman für einen Block nimmt. Und es ist links. Es ist links. Schaut euch das mal an. Hätte er den linken Weg genommen, wäre er runtergefallen. Aber wird er es schaffen? Das ist jetzt hier die entscheidende Frage. Und ja, er schafft es, Freunde. Aber wir sehen, der Weg geht auf jeden Fall darunter auch kaputt. Also das war sehr, sehr knapp. Wie man ein Schild zerstören kann in 0,1 Sekunden. Leute, aber gleich erfahren wir, welches Werkzeug das beste ist. Deswegen bleibt noch dran. Und wir sehen jetzt hier einfach mal, okay, das sieht interessant aus. Wir haben hier ganz viele Skulk. Also diese Blöcke hier. Und daraus kommen halt die Warden heraus. Und wir sehen auch, der hat ein Schild im Inventar. Also es wird gleich sehr, sehr interessant. Der Schwierigkeitsgrad hart. Stärke 255 und Resistenz 255 bekommen wir selbst. Und wir sehen jetzt, wir haben zwei Schilder in der Hand. Und wir werden jetzt sehr wahrscheinlich damit blocken, schätze ich mal. Okay, wir werden angegriffen. Und jetzt bin ich gespannt. Das wird wahrscheinlich sofort kaputt gehen. Oh ja, das erste Schild ist kaputt, das zweite Schild ist auch kaputt. Das war wirklich sehr, sehr schnell. Aber wie sieht die größte Kartoffelfarm aus in ganz Minecraft? Und hier ist sie. Sie geht bis Höhe 256. Leute, das ist doch der Wahnsinn. Schaut euch mal an, wie groß diese Kartoffelfarm ist. Also, wenn man jetzt alles erntet, hat man bestimmt ein ganzes Inventar, eine ganze Kiste irgendwie voll mit Kartoffeln. Das ist schon sehr heftig. Und wir sehen jetzt hier auch, dass da wird quasi gleich Wasser heruntergelassen. Und oh mein Gott. Okay, also wir sehen auf jeden Fall hier, die ganzen Kartoffeln werden geerntet. Und ich bin mal gespannt. Wie viele Kartoffeln werden wir am Ende haben von einer einzigen Farm, die natürlich von Höhe 256 bis ganz nach unten geht. Also es sieht auf den ersten Blick auch gar nicht so viel aus, aber es wird sehr viel sein. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Es werden Kisten sein. Es werden auf jeden Fall Kisten sein. Also alles aufsammeln wird er auf jeden Fall nicht können. Okay, 213.960 Kartoffeln waren das am Ende. Leute, das ist sehr, sehr viel. Aber wie sehen alle Mob-Transformationen aus von Minecraft? Wir sehen hier, wir verwandeln heute alle Minecraft-Mobs in ihre Gestalt mit Tricks. Wir sehen, wenn wir einen Blitz auf eine Hexe werfen, wird es zu einer Hexe. Ein Blitz auf einen Villager wird zur Hexe. Ihr wisst, was ich meine. Dann war die Pilzkuh. Hier haben wir einen Pigman. Hier haben wir einen aufgeladenen Creeper. Daraus wird ein Ertrunkener, wenn man hier Wasser reintut. Dann haben wir, also hier sehen wir es nochmal ganz kurz, da haben wir einen Ertrunkenen erschaffen und da haben wir einen ganz normalen Zombie erschaffen aus einem Wüsten-Zombie. Dann haben wir hier, wenn wir Schnee in ein Skelett reinpacken, hier ein Schneeskelett, kann man das so sagen? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir nochmal einen Villager und einen Zombie in einem Kasten. Und wir sehen, jetzt haben wir einen Zombie-Villager bekommen. Ein Zombie-Villager mit einem goldenen Apfel und Schwäche wird natürlich auch wieder zu einem ganz normalen Villager. So, dann haben wir eine Pilzkuh. Die können wir scheren und bekommen eine ganz normale Kuh heraus. Dann haben wir hier Hoglin, Piglin Brutes und so weiter und so fort. Also alles quasi die gleichen. Und die verwandeln sich bei Tageslicht auch in die verschiedenen Monster weiter. Hier haben wir es ganz klar gesehen, wie die sich verwandelt haben, bei Tageslicht natürlich. So, aber welches Werkzeug ist denn jetzt das Beste? Jetzt bin ich echt gespannt, denn wir starten bei einem Schwert. Wir haben eine Spitzhacke, wir haben eine Hacke, wir haben Äxte, Schaufeln, wir haben Schwerter, Feuerzeuge, Eimer, wir haben wirklich alles Mögliche am Start. Und auch natürlich Feuerzeuge und genau, wir starten aber erstmal hier mit einem Schwert und bauen hier Spinnnetze ab. Und wir sehen auch, wir haben eine Uhr oben eingeblendet. Wir sehen jetzt hier, okay, mit einem Holzschwert brauchen wir 13,8 Sekunden für den Weg. Mit einer Steinspitzhacke, wir bauen quasi den gleichen Weg ab, allerdings diesmal natürlich mit Steinen, weil wird ja keinen Sinn machen, wenn wir jetzt Spinnnetze abbauen. Das muss ja was sein, was man quasi abbauen kann normalerweise. Und hier sehen wir 20 Blöcke in 17 Sekunden, 17,6 Sekunden. Ein bisschen Heu mit einer Hacke.
Und das geht auch schon deutlich schneller. Also wird bis jetzt das schnellste sein. War aber auch eine Goldhacke, muss man dazu sagen. Dann haben wir eine Eisenaxt und wir bauen ganz normales Holz ab. Ich schätze, wir werden so bei 14 Sekunden landen. Könnte knapp werden, ja. Es sind sogar 16 Sekunden. 15,65 Sekunden, um genau zu sein. Dann haben wir noch einmal eine Diamantschaufel und bauen Sand ab. Und das wird, glaube ich, auch recht zügig gehen, wenn ich mich nicht täusche. Wir sehen jetzt hier 7,6 Sekunden, genauso wie die Goldhacke. Jetzt bauen wir, okay, das sind einfach Schleims, okay. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil ja immer neue Slimes herauskommen. Aber wir sehen jetzt hier, der gleiche Weg wird abgebaut mit einem Netherite-Schwert. Und ja, hier sehen wir, wie die Schleime getötet werden, aber das dauert am längsten. Was mich auch überhaupt nicht wundert. Dann haben wir ein Feuerzeug und damit sollen wir anscheinend Eis kaputt machen. Okay, das ist ja mal wirklich ein komischer Vergleich, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir sehen jetzt hier, ich glaube um die 22 Sekunden wahrscheinlich. Ja, 21,4 Sekunden, okay. Also ein bisschen mehr. Was ist denn das für ein Werkzeug? Eine Siche? Okay, okay. Scheint aber sehr langsam zu gehen. Wir haben hier Pumpkins. Und diese Pumpkins werden abgebaut. Oh, das wären wahrscheinlich 26 Sekunden. Es wird immer vorgespult, deswegen nicht wundern. Aber ja, es waren 25,62 Sekunden. Wassereimer, beziehungsweise leere Eimer. Wie schnell können wir hier Wasser leeren? Und das wird schnell. Das wird schnell. Ich würde sogar fast sagen, es wird am schnellsten gehen. Und, joa, wir haben 5,92 Sekunden. Das ist bis jetzt der Rekordhalter. Eisenerze. Ah, das wird dauern. Ich sag mindestens so 16, na, 18 Sekunden schätze ich. 18 Sekunden sollte eigentlich hinkommen. Ja, mehr. Ja, 20,7 Sekunden, okay, ist schon ordentlich. Dann haben wir jetzt hier nochmal ein Lavaschwert und dieses Lavaschwert baut einfach mal Magma-Slimes ab. Das wird auch wieder ultra lange dauern. Also das glaube ich nicht. Ja, schon 30 Sekunden, also das ist schon ultra lange, muss man wirklich sagen. Okay, aber es geht weiter. Was ist das jetzt hier? Ein Venom Glaive. Also eine Giftgleve und Alter, okay, die Honigblöcke, das wird Rekord sein. 2,75 Sekunden. Beim Lavaschwert wurde es übrigens nicht gewertet. Haben wir noch eine Rubinspitzhacke am Start? Okay, Rubin scheint aber auch nicht so schnell zu gehen, ne? Wir sehen hier, das geht eigentlich relativ langsam. Ja, wir sind schon bei bestimmt 24 Sekunden, schätze ich. Und ja, 23,6 Sekunden. Weiß nicht. Dann haben wir hier eine Netherite-Spitzhacke. Oh, das wird lange dauern, das wird sehr lange dauern. Ich sag sogar Richtung eine Minute. Richtung eine Minute. Also wir sehen, es wird richtig krass vorgespult, aber es dauert immer noch ultra lange. Es wird mehr als eine Minute. Eine Minute 40 herum müsste, glaube ich, realistisch sein. Also bis jetzt ist wirklich diese Giftgleve die schnellste gewesen mit 2,75 Sekunden. Eine Minute 50 kommt, glaube ich, hin. Es sind eine Minute 47. Ja, und TNT... Okay, es wird aber angezündet. Das ist nochmal ein Unterschied. Mit einem Feuercharge. Ah, okay, okay, okay. Das wird auch sehr schnell. Das wird auch sehr schnell. Wenn man es halt one-hitten kann. Aber es wird gezählt, bis es explodiert. Es war im Anschluss 7,16 Sekunden. Interessant. Aber der Gewinner ist auf jeden Fall die Giftgleve gewesen. Und danach, glaube ich, die Diamantschaufel, wenn ich mich nicht täusche. Müsste passen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich mich übersehen habe. Okay, diese Welt soll uns Angst machen. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Oh mein Gott, hier fehlen nur noch Pixel. Anscheinend, bis das TNT in die Luft geht. Alter Schwede. Das sind wirklich nur noch Mikropixel hier. Die fehlen, damit das TNT in die Luft geht. Und oh mein Gott, hier fehlen auch nur noch Millimeter, bis unser Hundi hier in Lava fällt. Schaut euch das mal an. Also der Hund könnte wirklich jeden Moment da reinfallen. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Er ist selbst aufgestanden und ist reingeflogen. Das ist heftig. Hund überlebt. Oh, ein Totem auf Undying wird runtergeschmissen, also dass man überlebt. Und, oh, das war sehr knapp. Die paar Millisekunden haben nur gefehlt. Oh nein, 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 nein. Creeper, explodier bitte nicht. Explodier bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh, also schaut euch mal das an. Das kann, das ist ja auch wieder so eine Sache, die auch ins Auge gehen kann. Oh nein, es ist sogar ins Auge gegangen. Aber das hier ist die dünnste Treppe bis 319. Alter, was ist das denn? Ein Zehntel Pixel haben wir hier? Und da soll man anscheinend hochlaufen können. Ey, da bin ich mal gespannt, Freunde. Da bin ich echt mal gespannt, ob man da hochlaufen kann. Es geht!
ein Zehntel Pixel reichen anscheinend aus für eine Minecraft-Treppe. Und wir sehen auch oben links die Koordinaten, die eingeblendet werden. Und tatsächlich, wir können hier einfach mal bis Y319 hochgehen. Alter, was ist das denn? Also, das sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde man drauf laufen können. Aber was ist der schnellste Weg, um zu reisen in Minecraft? Wir werden es jetzt hier sehen. Wir haben verschiedene Techniken am Start. Minecart-Hopping. Wir haben hier zum Beispiel Verzauberung auf Schuhe. Wir haben hier Eis am Start. Wir haben hier Riptide am Start. Also schauen wir mal nach. Und wir sehen jetzt hier, wir sehen die verschiedensten Sachen. Minecart-Hopping, einfach bepowerte Rails. Wir sehen jetzt hier einfach auf Eis mit einem Boot fahren. Und Alter, die erste, okay. Wir sehen, 71 Blöcke pro Sekunde war das Boot. 19 Blöcke pro Sekunde war das Minecart-Hopping. Und wir haben jetzt hier 8 Blöcke pro Sekunde mit einem normalen Minecart. Oh mein Gott, Wasser ist sehr, sehr schnell. Alter, aber was ist denn hier los mit den Elytra-Flügeln? Oh mein Gott, wie schnell geht das denn? Hier hatten wir 146 Blöcke pro Sekunde. Bei der linken Variante mit dem Wasser und der Verzauberung. Und das hier, also das war auf jeden Fall deutlich schneller mit den Elytra-Flügeln. Aber wie schnell genau? Also wir hatten teilweise 206 Blöcke pro Sekunde. Welches Objekt ist schneller? Schauen wir mal rein, Freunde. Aber bevor es so richtig losgeht, würde ich sagen, lasst doch mal schnell einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr Experiment-Videos. Let's go. So, wir sehen jetzt hier ein Pferd. Und da haben wir die Ziellinie. Und ein Pferd braucht 1,94 Sekunden. Dann haben wir noch einmal so ein Minecart mit bepowerten Schienen und das braucht 2,6 Sekunden. Okay. So, weiter geht es hier mit einem Boot. Sehr nice. 1,62 Sekunden für das Boot auf Eis. Im Wasser braucht das Boot tatsächlich 2,67 Sekunden. Okay, dann haben wir hier die Elytra-Flügel und wir sehen jetzt hier, zack, der springt jetzt hier herunter und braucht 1,68 Sekunden mit Elytra-Flügeln auf Lava. Sehen wir jetzt hier mit der Angel in der Hand, brauchen wir einfach mal 4,75 Sekunden. Das ist schon ein bisschen länger. So, dann haben wir jetzt hier einmal Diamantschuhe. Einfach nur auf, okay. Also, das ist klar, dass es am längsten, wahrscheinlich am zweitlängsten dauern wird, denn wir haben jetzt hier einfach mal noch Spinnnetze am Start, also auf Soul Sand gerade oder Seelensand. So, aber wir haben hier eine Speed Potion. Okay, mit Geschwindigkeit durch Spinnnetze. Und wir sehen mit Geschwindigkeit durch Spinnnetzen, ja, das wird Ewigkeiten dauern. Ich sage, es dauert um die 29 Sekunden. Ich bin echt gespannt. Kommt das hin? Oh, es wird knapp. Es wird knapp. Nee, es dauert länger. Es dauert noch länger. Was? Wir brauchen einfach mal 34 Sekunden. Aber welches Mob verteilt am meisten Skalk, wenn es stirbt? Wir haben richtig, richtig viele Mobs am Start. Und da ist natürlich umso interessanter, welches am Ende das meiste Skalk verteilt. So, ein Mob, ein Hühnchen, ein Block. Okay, Axolotl ebenfalls ein Block. So, weiter geht's hier mit einer Biene. Oh, okay. Eine Biene war schon mit 3 Blöcken am Start. Dann haben wir jetzt hier eine Katze, ein Block, ein Wolf, wahrscheinlich auch ein Block. Nee, 2 Blöcke tatsächlich, ein Wolf. Dann geht es weiter mit einem Creeper. Okay, der Creeper ist theoretisch jetzt vorne mit 5 Blöcken. Ein Zombie, ja genau gleich, 5 Blöcke am Start. Dann haben wir jetzt hier ein Zombie-Pigman. Oh, der war nicht schlecht. Wir haben hier 8 Blöcke am Start. So, dann geht es weiter mit einem Skelett. Und das Skelett macht einfach mal insgesamt 7 Blöcke voll. Okay. Ein Wither-Skelett, ebenfalls 7 Blöcke Skalk. Dann haben wir jetzt hier einen Blaze. Oh, der Blaze müsste der auf Platz 1 sein mit 10 Blöcken jetzt aktuell. Interessant. So, dann geht's weiter hier. Und der ist leider ein bisschen weiter hinten mit 6 Blöcken müsste das sein, wenn ich mich nicht vertue. Oh, ein Ravager, Alter, ein Ravager ist wirklich krass. Der wird jetzt Platz 1 sein. Mit 21 Blöcken Platz 1. Nicht schlecht. Weiter geht's mit dem Enderman. Und der Enderman hat ebenfalls nur so um die 5 Blöcke. Das ist nicht wirklich heftig. Weiter geht's mit einem Enderman. Was, mit einem Eisengolem, wollte ich sagen. Der schafft 0 Blöcke. Das ist ein Steingolem. Okay, ein Steingolem. Oh mein Gott, ist ungefähr wie ein Ravager.
Er ist genauso. 21 Blöcke, der Steingolem. Nicht schlecht, nicht schlecht. Eine böse Kiste, ein Kistenmonster hatten wir jetzt hier. Und dieses Kistenmonster hat einfach mal 10 Blöcke gemacht. Interessant. So, das ist so eine Art... Ich weiß gar nicht so... Oh! Ich weiß gar nicht, wie man das Mob nennen kann. Schreib es mal in die Kommentare. Wie heißt dieses Mob? Ich habe keine Ahnung. Aber 26 Blöcke und damit aktuell Platz 1. So, das hier ist ein mutierter Zombie-Pigman. Und der mutante... Was? Was? Der mutierte Zombie-Pigman, der eskaliert hier komplett, geht außerhalb der Box, macht noch alles drum und dran, dreckig. Ja, der hat das Maximum erreicht von 30 plus Blöcken. Sehr, sehr geil. So, weiter geht's mit einem Untoten. Und der Untote als Mutant allerdings, oder der, beziehungsweise ein Ertrunkener ist besser gesagt. So, der Ertrunkene steht allerdings auch ein paar Mal auf, bevor er richtig stirbt. So, und wenn er richtig stirbt, dann macht er hier auch, oh mein Gott, er macht es auch voll. Er macht es auch voll und verteilt Skalk über die Box hinaus. Das ist heftig, Leute, das ist wirklich heftig. So, wir sehen 30 plus Blöcke sind ebenfalls hier am Start. Schaut euch das mal an, das ist wirklich der Wahnsinn. So, dann geht's jetzt hier weiter mit einem mutierten Eisengolem. Der macht 0 Blöcke, wollt ihr mich veräppeln? Aber was passiert, wenn man einfach mal Entity 303 mit Herobrine kombiniert? Jetzt wird's richtig interessant. Denn, wie gesagt, wir erzeugen eine Fusion aus den zwei krassesten Monstern, die in Minecraft, oder Legenden könnte man eher sagen, die in Minecraft existieren. Und wir sehen sogar, wir haben hier noch ultra viele Schwerter in der Kiste. Und die werden anscheinend auch noch mit den Monstern oder mit den Legendenmonstern kombiniert. Oh Leute, es wird sehr, sehr spannend. Wir werden es gleich erfahren. Also schaut auf jeden Fall bis zum Ende zu. Denn wir werden ja auch noch schauen, welche Flüssigkeit am allerschnellsten fließt in Minecraft. Und wir sehen jetzt, hier wird das Ganze erstmal angeschlossen. So, und wir sehen, nachdem die Armee hier aufgestellt wurde, rechts ganz viele Herobrines, links ganz viele Entity 303s, werden jetzt hier auch noch die ganzen Schwerter hingeworfen. Und ja, jetzt werden die am Ende kombiniert und ich bin gespannt, was für eine Gestalt daraus entstehen wird. Und wir sehen, alle Schwerter wurden jetzt hier einfach mal gedroppt, Leute. Der Schalter wird jetzt jeden Moment umgelegt. Richtig nice. Okay, Leute, der Schalter wird umgelegt. Denn, Leute, das Ergebnis seht ihr am Ende des Videos. Und ja, also bleibt bis zum Ende dran, denn ihr werdet nicht glauben, was hierbei rumkommt. Okay, aber wir sehen jetzt hier, wir haben ganz viele verschiedene Rüstungen aus und werden jetzt gucken, welche davon hält am längsten in Lava aus. So, wir starten hier mit der Holzrüstung und die Holzrüstung ist auf jeden Fall fleißig in Lava am Brennen. Und wir sehen, 4 Sekunden war die Holzrüstung. Weiter geht es hier. Ach nee, warte mal, es wird geschaut, wie weit wir mit der Rüstung kommen. Okay, wie viele Blöcke schaffen wir mit der Rüstung? Und wir sehen, die Holzrüstung und die Lederrüstung kamen 4 Blöcke weit. Jetzt geht es auch schon weiter mit der Kettenrüstung. Und die Kettenrüstung, die wird wahrscheinlich mehr schaffen als 4 Blöcke. Ich glaube, 5 Blöcke schafft sie. 6 Blöcke sogar. Doch, 6 Blöcke waren es. Sehr, sehr nice. So, weiter geht's jetzt hier mit der Goldrüstung. Ich glaube, die Goldrüstung macht 5 Blöcke. Ich glaube, die müsste ein bisschen weniger schaffen als eine Kettenrüstung. Aber es ist ein knappes Rennen. 5 Blöcke war richtig, Leute. 5 Blöcke war richtig. Wir sind hier auf jeden Fall im Rennen drin. So, dann sehen wir jetzt hier, es geht weiter mit der Eisenrüstung. Und ich glaube, die Eisenrüstung macht die 8 Blöcke voll. Die 8 Blöcke macht die Eisenrüstung voll. Und 7 Blöcke. Ganz, ganz knapp. Okay. Weiter geht's mit der Smaragdrüstung. Ich glaube, die Smaragdrüstung müsste mindestens die 10 Blöcke voll machen. Boah, die Smaragdrüstung ist wirklich gut. Ne? Schaut euch mal an, wie schnell auch die Herzen wieder regenerieren. Also die Smaragdrüstung, die kommt, glaube ich, zum Ende. Die Smaragdrüstung kommt, glaube ich, wirklich zum Ende. Das wäre der Rekord, Freunde. Ey, das ist krass. Das ist krass. Schaut euch das an. Ah! 16 Blöcke. Ich werde verrückt. Die Rubinrüstung geht jetzt hier auch weiter. So, und wir sehen jetzt hier Rubinrüstung. Ah. Also guckt euch das an. Die Rubinrüstung muss zum Ende kommen. Die muss zum Ende kommen. So wenig Schaden, wie der Spieler bekommt. Ich glaube, wenn es eine Rüstung schafft, dann ist es die. Würde mich wundern. Die schafft es, bis zum Ziel zu kommen. 100%. Was? Warte mal, es wird nochmal ganz, ganz knapp. Es wird nochmal ganz, 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 ganz knapp. Nein! 18 Blöcke! Und jetzt geht's hier weiter mit der Amethyst-Rüstung. Ich war mir so sicher, dass die Rüstung das auf jeden Fall schaffen wird.
aber es war scheinbar nicht der Fall. So, okay, die Amethyst-Rüstung ist, glaube ich, ein Ticken besser. Ich habe da ein gutes Gefühl bei. So, und wir sehen jetzt hier, okay. Oh ja, er hat es mit der Amethyst-Rüstung bis zum Ende geschafft. So, ich habe jetzt ein bisschen vorgespult, nicht wundern. Es geht jetzt weiter mit der Warden-Rüstung und die Warden-Rüstung ist ebenfalls richtig OP. Ja, also die Warden-Rüstung muss den Sieg schaffen. Schaut euch mal an, die hat noch volle Herzen, ist schon bei der Hälfte angekommen. Also die Warden-Rüstung schafft es auf jeden Fall durch, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, sogar mit Hälfte Herzen. Eine Diamant-Rüstung wird es nicht ganz durchschaffen. Eine Diamant-Rüstung schafft vielleicht ein bisschen mehr als Eisen, das heißt so 10 Blöcke, schätze ich jetzt mal, ungefähr um den Dreh. Ja, 10 Blöcke war auch richtig, okay. So, eine Netherite-Rüstung. Eine Netherite-Rüstung, die müsste ein bisschen mehr als Diamant schaffen. Ich sag so um die 13 Blöcke um den Dreh. So, und wir sehen, die Netherite-Rüstung macht wirklich die 12 Blöcke. Dann haben wir noch hier die Phönix-Rüstung, die einfach aussieht wie so ein Totem der Unsterblichkeit. Ich glaube, die macht auch so 12 Blöcke, so wie Netherite ungefähr. Eher 11, okay. So, dann haben wir jetzt hier noch eine ultimative Rüstung. Das ist, glaube ich, der Endgegner. Ja, okay. Der bekommt gar keinen Schaden. Der macht das easy peasy. Aber welche Flüssigkeit fließt denn jetzt am schnellsten? Wir haben hier nämlich so Obsidianflüssigkeit. Dann haben wir noch einmal Milchflüssigkeit am Start. Dann haben wir noch einmal schwarze Sludge-Flüssigkeit. Also, keine Ahnung. Dann haben wir noch mal hier Lava am Start. Und wir haben Wasser am Start. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Lava sehr weit vorne... Wasser wird sehr weit vorne sein. Oh ja, Wasser, die Milch und die Obsidianflüssigkeit sind auf einem Level. Man kann es eindeutig hier erkennen. Okay, und dann geht es weiter. Oh, ich glaube, wir gucken noch mal ganz kurz nach, Freund, in Zeitlupe. So, wir gucken noch mal in Zeitlupe nach. Und wir sehen jetzt, wenn wir uns in Zeitlupe den Gewinner anschauen, dann ist das, denke ich mal, es ist der... ja, diese Obsidianflüssigkeit, die ganz links ist, die ist auf Platz 1. Danach zeitgleich die Milch- und Wasserflüssigkeit. Und jetzt geht's nochmal ins Eingemachte. Denn jetzt werden wir erfahren, wer von den beiden schnellern ist. Die Lavaflüssigkeit oder die schwarze Void-Flüssigkeit, nenne ich sie einfach mal. Und ich glaube, die Lavaflüssigkeit müsste hier eindeutig den Platz Nummer 4 schaffen. Okay, wir gucken nach. Und Lava. Ja, wir sehen, Lava ist jetzt hier auch am Ziel und wir sehen, zum Schluss kommt auch nochmal hier die schwarze Flüssigkeit an. Ja, und zack, hier ist sie am Ziel. Richtig, richtig nice, Leute. Das heißt, der Gewinner war die Obsidianflüssigkeit und danach Milch und Wasser. Okay, wir sehen jetzt hier WTF, das sind einfach Eier entstanden und hier Schwerter, aber keine normalen Schwerter, so wie es für mich aussieht. Und was sind das hier für Spawn-Eier? Ein galaktisches Schwert, ein Frostmagma, ein Berserker, ein Elementschwert, ein Vulkanschwert, ein Vulkaniumschwert, nochmal so ein... Oh mein Gott, ich kann die Namen gar nicht aussprechen, das geht ja viel zu schnell. Ein Lordschwert, ein Eskul-Ei, ein Kristallschwert, ein Overlord-Spawn-Ei. Okay, Leute, schauen wir uns mal jetzt an, was genau hierbei rumkommt, nachdem die Monster miteinander kombiniert wurden. Alter, was ist denn das für eine Gestalt hier? Wie so Goldblöcke, die zusammengepresst wurden. Dann sehen wir jetzt hier ein Zyklop, ein Skelettzyklop, ein Eismonster mit einem Schwert, ein... Was? Ein dreieugiges Monster? Okay. Und was haben wir noch so? Wir haben jetzt hier so eine dunkle, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so eine dunkle Gestalt mit Messern in der Hand. Okay, aber wir haben noch 2, 3 Mobs am Start. Ein Frostmagma-Monster. Alter, der sieht brutal aus. Dieses Frostmagma-Monster ist wirklich brutal. Okay, dann haben wir jetzt hier so ein, was ist das jetzt hier? Eine Assassine. Ein Ender-Ordnack. Leute, ich bin schwer begeistert. Das sind echt kranke Monster. Aber auch die Waffen sind nicht ohne, muss man dazu sagen. Ja, Leute, ich kann ganz klar sagen, sehr, sehr krasse Sachen waren das. Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen für mehr weitere solche Experimente. Bis zum nächsten Mal und ciao.